Ich glaube, dass Süchte ein verzweifelter Lösungsversuch sind. Jedes Symptom, also sprich jede Sucht, die ein Mensch hat, spaltet ihn von seinen Mitmenschen ab, weil er die Sucht zu einem Ersatzpartner macht. Das heißt, durch die Sucht an und für sich wird der Kontakt im Außen reduziert, manchmal fast auch schon bis auf ein sehr isoliertes Leben. Und ich weiß wirklich, von was ich spreche. Ich habe mich fast jahrzehntelang zu Hause isoliert. Meine einzigen sozialen Kontakte, die ich hatte, waren sporadisch zu meiner Familie. Natürlich waren es die beruflichen Kontakte, die ich gepflegt habe durch die Ausübung meines Berufes. Und ansonsten waren soziale Kontakte für mich sehr schwierig, weil ich einfach diese Welt schon seit meiner Kindheit als nicht sicher empfinde, was natürlich mit den Traumatisierungen zusammenhängt, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Das heißt, bei mir war es 17 Jahre lang die Essstörung, die mir eine, ich sag mal, gewisse Sicherheit vermittelt hat und wo ich auch irgendwo ein emotionales Zuhause gefunden habe. Dass dieser Weg natürlich absolut destruktiv war, das muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Ich glaube, dass Süchte immer ein verzweifelter Lösungsversuch sind. Die innere Welt, die ins Wanken geraten ist, aus welchen Gründen auch immer, wieder in die Balance zu bringen. Und dass natürlich eine Sucht absolut konträr zu der Heilung vorläuft, das wissen wir alle. Aber ich möchte die Gesellschaft dafür sensibilisieren, dass es oft Situationen gibt, wo der Mensch in einem solchen inneren Überlebenskampf ist, dass er die Sucht braucht, um emotional überleben zu können. Und bei mir war es halt das Essen 17 Jahre lang und 3 Jahre lang dann auch der Alkohol, der noch dazu kam. Wisst ihr, ich würde so gern vor euch hinstehen und sagen, ich bin geheilt und ihr könnt das alle auch schaffen, aber das kann ich nicht. Weil ich neige noch heute zu Süchten. Ich musste auch immer dagegen angehen, damit diese alten Verhaltensmuster, die ja sehr eintrainiert waren im Hirn, dass ich halt nicht zu diesen Kompensationsstrategien zurückgreife, sondern einfach mich auf mich selber besinne und diese Gefühle, die dann sich im Augenblick zeigen, sei es Wut, sei es Trauer, sei es Hilflosigkeit, dass ich diese Gefühle dann annehme, sie mir anschaue und ihnen liebevoll begegnen kann. Aber das Problem ist, eine Sucht kann erst bewältigt werden, wenn wir Zugang zu uns selbst haben. Jedes Symptom, das wir haben, wird zu einem Ersatzpartner, zu einem Ersatzgott, das uns verspricht, dass wir irgendwie Situationen, Gefühle oder einschneidende Ereignisse, erlebte Traumatisierungen emotional überleben können. Und ich möchte hier nochmal auf das Thema zurückgreifen, wo es zu Ausschlusserfahrungen kommt. Sei es in der Herkunftsfamilie, sei es in der Gesellschaft, weil man in irgendeiner Form nicht in dieses Normalitätsraster passt. Ich möchte euch kurz noch eine Geschichte erzählen aus dem Jahre 2017. Ich habe das in anderen Videos schon angesprochen. Und zwar war ich 2017 an einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Ich hatte eine so lange Reise hinter mir, wo es mir psychisch immer wieder ganz, ganz schlecht ging. Und wir reden hier von einem Zeitraum von 15 Jahren damals. Und ich war in dieser Zeit obdachlos, ich hatte kein Zuhause. Ich war da in einer Klinik, das war mein 8. oder 9. Klinikaufenthalt und ich war einfach irgendwo am Ende und ich hatte diesen Glaubenssatz, mir kann keiner mehr helfen. Dieser Satz, mir kann keiner mehr helfen, bedeutet so viel wie ich bin das Problem. Und ich war zu diesem Zeitpunkt so verloren in dieser Welt und so verloren in mir selber, dass ich null, wirklich null Zugang zu mir selbst hatte. Ich
war ein wandelnder Bioroboter. Ich war nur noch eine Hülle meiner selbst. Ich habe einfach nur noch existiert. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe nur noch gehofft, dass der Tag irgendwie vorbeigeht. Durch das, dass ich keinen Kontakt zu mir selber hatte, konnte ich mich auch meiner damaligen Therapeutin überhaupt nicht öffnen. Es hat sich für mich so lebensbedrohlich angefühlt, dass wenn ich an diese schmerzhaften Punkte kommen würde, dass ich sterben würde. Und erst jetzt, 3 Jahre später, bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich weiß, egal wie schmerzhaft eine solche Wunde ist in meinem Herzen oder in meiner Seele, ich werde es überleben. Ich habe das Vertrauen zu mir, dass ich das durchstehen werde. Und das hatte ich zu dieser Zeit noch nicht. Das heißt, es waren eigentlich 3 Monate vergebens, wo ich dort in der Klinik war. Ich kann mich noch erinnern, die Therapeutin hat mal zu mir gesagt, wären Sie auch in der Klinik, wenn Sie jetzt ein Zuhause hätten? Und ich habe ihr geantwortet, ja, das wäre ich, war aber eine Lüge. Das Problem war einfach, ich wusste nicht, wohin. Ich meine, wenn du wirklich so tief unten angelangt bist, dass du das Gefühl hast, mir kann keiner mehr helfen, wo bist du denn noch aufgehoben in dieser Welt? Du musst dich ja in therapeutische Hilfe begeben, weil das ist, also es ist halt auch ein extrem gefährlicher Zustand. Ich hatte zu der Zeit wirklich während des Klinikaufenthaltes Phasen, wo ich nur gesoffen habe abends heimlich auf dem Zimmer und den ganzen Tag gefressen und gekotzt habe. Ich war so zutiefst verzweifelt. Und das war ein sehr, sehr gefährlicher Zeitpunkt, weil ich habe da oft auch die ärztlich verschriebenen Medikamente mit Alkohol kombiniert. Und ich hatte wirklich viele, viele Schutzengel, die da für mich gesorgt haben und die geschaut haben, dass ich das unbeschadet überstanden habe. Und das sage ich mit vollster Demut. Ich möchte hier nochmal das Thema Trauma ansprechen, was ja oft einer Sucht vorangeht. Ich glaube, dass viele traumatisierte Menschen irgendwann in ihrem Leben Süchte entwickeln, weil sie einfach da einen Umgang mit diesen Traumatisierungen finden oder eine Betäubungsmöglichkeit, damit sie nicht in Kontakt gehen müssen mit diesen schwersten Verletzungen. Und ein Trauma, und da habe ich auch schon Videos darüber gedreht, ist halt eben dieses sich ausgeschlossen fühlen. Und die Gesellschaft hat immer das Gefühl, man hat nur das Recht, von einem Trauma zu reden, wenn man ganz, ganz, ganz schlimme Sachen erlebt hat. Im Sinne von Vergewaltigung, sexueller Übergriff, Kriegstraumatisierungen, ganz schlimme Gewaltverbrechen. Und das sind natürlich sehr traumatisierende Sachen. Aber ein Trauma kann auch sein, wenn du in deiner Familie ungewollt in eine Außenseiterposition gerätst. Ein Trauma kann auch sein, wenn du in der Gesellschaft geächtet wirst, weil du, so wie ich, von der Sozialhilfe lebst im Moment, weil du vielleicht Suchtprobleme hast, weil du vielleicht eine andere Art von Sexualität hast. Und je nach Resilienz des Menschen, also je nach psychischer Widerstandskraft, kann ein Mensch durch solche Ausschlüsse traumatisiert werden. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Kind die Erfahrung macht, dass es ausgeschlossen wird, aus welchen Gründen auch immer, das kann auch Mobbing in der Schule sein, dann ist das für ein Kind, vor allem jetzt im familiären Kontext, extrem traumatisch. Wir haben ja immer noch dieses Urzeitgehirn und das tickt eigentlich noch genau so wie damals, nur dass sich halt die äußeren Umstände angepasst haben. Das heißt, diese Ausschlusserfahrung bedeutet Lebensgefahr für ein Kind. Immer dann, wenn wir nicht handeln können in einer Situation, in der wir uns ausgeliefert fühlen, entsteht eine Traumatisierung. Und so kann es eben manchmal schon in der Jugend oder im Erwachsenenalter zu der Ausbildung von Süchten kommen. Und die Sucht ist nie das Problem. Die Sucht ist nur das Symptom, aber die Ursache, die liegt sehr, sehr viel tiefer. 2018 kam wirklich dieser Wendepunkt, wo ich Schritte zu mir selbst hin machen konnte. Und erst ab da fing dieser therapeutische Prozess an. Erst
wo ich den Kontakt zu mir selber das erste Mal in meinem Leben fand, konnte ich mir auch wirklich die Dämonen anschauen, die mich so gequält haben. Und ich bin heute noch in diesem Prozess. Und ich habe heute noch immer wirklich Angst und Panik davor, dass es mir wieder so schlecht geht, dass ich nochmal in die Klinik muss. Aber ich bin bereit, meinen inneren Dämonen ins Gesicht zu schauen. Ich kann euch hier keine Patentlösungen bieten auf diesem Kanal und das ist auch nicht meine Aufgabe, weil ich einfach keine therapeutische Funktion habe. Aber ich glaube, ein Schritt oder der erste Schritt zur Traumaheilung ist, sich wirklich mitzuteilen, darüber zu reden. Da nimmt man schon ganz viel Druck raus. Und eine therapeutische, liebevolle Begleitung macht sicherlich immer dann Sinn, wenn du wirklich nicht mehr weiterkommst. Und für mich ist es immer noch sehr schwierig, mich neuen Menschen anzuvertrauen, weil ich einfach immer dieses Misstrauen habe. Weil ich habe nicht nur in meiner Familie nichts so Nettes erlebt, sondern auch in der Welt. Ich hatte viel Probleme mit Mobbing, also vor allem von Seiten von Frauen. Und ich weiß heute auch warum, aber damals konnte ich das noch nicht benennen, sondern ich war einfach immer zu allen lieb. Und auch zu Menschen, die es leider Gottes nicht verdient haben. Und ich glaube, da geht es auch darum, gesunde Grenzen setzen zu lernen. Mit der Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu treten, begegne ich wahrscheinlich meinen allerschlimmsten Ängsten. Nämlich der Angst vor Kritik, der Angst vor belächelt zu werden, der Angst vor nicht ernst genommen zu werden und der Angst vor sichtbar zu werden. Ich heile mich da ein Stück weit selber, indem ich genau das mache, vor dem ich mich am meisten fürchte, nämlich an die Öffentlichkeit zu treten und sich verletzbar zu machen. Und ich möchte mich nochmal bei allen meinen Abonnenten, die wirklich diese Videos schauen und das auch ernst nehmen, was ich zu sagen habe. Also herzliches Dankeschön einfach für eure lieben Kommentare, die ihr mir schreibt oder für Mut, den ihr mir zuspricht. Also ich schätze das ungemein und das gibt mir unfassbar viel Kraft, da einfach auch weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ohne euch wäre ich gar nichts. Ich schicke dir ganz viel Licht und ganz viel Liebe, wo auch immer du es gerade in deinem Leben brauchst. Mach's gut, bis bald.